Nachdenkseiten. Die kritische Website. Wo war eigentlich Stalin? Von Jens Berger. Ihrem Ideal zufolge dienen die Olympischen Spiele der Völkerverständigung. Kriege und Konflikte sollten während des Olympischen Friedens pausieren. Was das ZDF vom Olympischen Frieden hält, konnten Millionen Zuschauer während der Eröffnungsfeier der Spiele in Sotschi verfolgen. Nichts. Stattdessen glänzten Anne Gelinek und Wolf-Dieter Poschmann mit mal mehr, mal weniger kaschierter Hetze gegen das Gastgeberland. Stellenweise wirkte die Eröffnungsfeier der 22. Olympischen Winterspiele in Sotschi wie eine zweifelsohne gut gemachte Kopie der Eröffnungsfeier der letzten Sommerspiele in London. Sowohl die Briten als auch die Russen boten dem internationalen Publikum eine künstlerisch dargebotene Zeitreise durch die eigene Geschichte und Kultur. Naturgemäß betonten beide Gastgeber dabei ihre Schokoladenseite. Doch wenn zwei das Gleiche tun, ist es noch lange nicht dasselbe. Oder sollte man lieber sagen, was dem Herrn geziemt, geziemt noch lange nicht dem Knecht? Dies scheinen zumindest die beiden ZDF-Kommentatoren Gelinek und Poschmann so zu sehen. Gelineks größte Sorge war es nämlich, dass die Russen bei ihrer kulturellen Rückblende ihre dunkle Zeit, Zitat ZDF, ausgespart haben. »Wo war Stalin?«, fragte sich Gelinek in der abendlichen Rückschau. »Ja, wo war Stalin? Wo waren die Opfer des British Empire bei der Eröffnungsfeier in London 2012? Wo die beinahe ausgerotteten Indianer bei der Eröffnungsfeier in Salt Lake City 2002? Und wo waren die Millionen Opfer deutschen Größenwahns bei der Eröffnungsfeier in München 1972? Fragen über Fragen. Willkommen bei den Putin-Spielen. Erneut Zitat ZDF. Zugegeben, es ist nicht besonders verwunderlich, dass der Haussender von Markus Lanz nicht viel mit einer Show anfangen kann, deren eigentliche Hauptdarsteller Borodin, Tolstoi, Rodchenko und Malevich waren. Gerade wenn es um Wintersport geht, scheint das ZDF eher auf dem Anton aus Tirol-Niveau zu verharren. Die Hintergrundinformationen zum künstlerischen Programm gingen jedenfalls nie über die ersten zwei Zeilen des dazugehörigen Wikipedia-Beitrags hinaus. Mehr passte wohl nicht auf die Moderationskärtchen. Dafür wissen Millionen Zuschauer nun ganz genau über die sexuelle Orientierung des Musikduos Tatu Bescheid. Wen interessiert denn auch der Bildungsauftrag der öffentlich-rechtlichen Anstalten? Dank Gelinek und Poschmann wissen die deutschen Zuschauer nun auch ganz genau, wer vielleicht so alles eine uneheliche Tochter von Wladimir Putin sein könnte. Dafür war anscheinend Platz auf den Moderationskärtchen. Und überhaupt Putin. Obgleich der russische Präsident sich bei der Eröffnungsfeier auf das Aufsagen der Eröffnungsformel beschränkte, überstrahlte er die Kommentierung des ZDF. Was wurde nicht alles spekuliert? Höhepunkt des dümmlich öffentlich-rechtlichen Gebrabbel war wohl die kecke Spekulation einer Korrespondentin, Putin selbst würde das olympische Feuer entzünden. Leider enttäuschte Putin die deutschen Journalisten. Dafür applaudierte er zerknirscht, Zitat ZDF, als die deutschen Athleten einmarschierten. Warum zerknirscht? Wahrscheinlich war er eher peinlich berührt wegen des hochgradig albernen, bunten Outfits des deutschen Teams. Ach ja, das Outfit! Laut ZDF erinnerte der Papageienlook an eine Regenbogenfahne, die ja bekanntlich das Symbol der Homosexuellen ist. Na toll! Jedes Mal, wenn beim Einmarsch der Athleten das dazugehörige Staatsoberhaupt auf der Ehrentribüne gezeigt wurde, lasen Gelinek und Poschmann pflichtgetreu von ihren Kärtchen ab, dass es angeblich große Proteste wegen ihres Erscheinens in Sotschi gab. Stimmt das? Mir ist zumindest nicht bekannt, dass es in den Niederlanden, Ministerpräsident Mark Rutte und das Königspaar waren anwesend, oder in Italien, Ministerpräsident Enrico Letta war anwesend, nennenswerte Proteste gab. Egal. Als offizieller deutscher Vertreter war übrigens ein gewisser Ralf Brauksiepe bei der Eröffnungsfeier anwesend. Brauksiepe ist, wie passend, Staatssekretär im Verteidigungsministerium. Dafür aber war wenigstens Altkanzler Herbert Schröder, Zitat ZDF, da, wenn das nichts ist. Politik scheint ohnehin nicht zu den Interessengebieten der ZDF-Moderatoren zu gehören. So schoben Gelinek und Poschmann wieder einmal Russland unterschwellig die Verantwortung für den Georgienkrieg in die Schuhe. Zitat, es war bis zuletzt nicht klar, ob überhaupt ein georgischer Athlet anreist. Zitat Ende. Dafür herrschte jedoch beim ZDF-Duo infernales, eisiges Schweigen, als die ukrainische Mannschaft vom russischen Publikum frenetisch begrüßt wurde. Dazu stand wohl auch nichts auf den Moderationskärtchen. Wie denn auch?
Man musste sich schließlich in gebotener Ausführlichkeit auf Putin und Stalin vorbereiten, wobei der Letztere ärgerlicherweise noch nicht einmal vorkam. Nun haben die Athleten das Wort und es ist zu wünschen, dass sie den Suggestivfragen der mit Mikrofonen bewaffneten kalten Krieger widerstehen. Wie dies gehen kann, zeigte die deutsche Fahnenträgerin Maria Höffel-Riesch. Auf die Suggestivfrage »War schrecklich pompös, gell?« antwortete sie souverän »Eigentlich genauso wie in Vancouver und toll.« Da hatte wohl das ZDF vergessen, ihr das richtige Moderationskärtchen zu geben.